Für die Wall Street gibt es drei Dinge, die wirklich zählen. Erstens Liquidität, zweitens Liquidität und drittens Liquidität. Und so sehen wir heute eine Erholung der verschiedenen US-Indizes, nachdem es heute Morgen ja zunächst mal weiter nach unten ging nach der gestrigen Kursschwäche der verschiedenen Indizes. Aber dann wurde eine Zahl veröffentlicht, die sonst eigentlich die Märkte überhaupt nicht interessiert, von der aber die Fed, vor allem Jerome Powell, in letzter Zeit immer wieder gesagt haben, darauf achten wir stark. Es geht um das Lohnwachstum und Lohnwachstum natürlich bedeutend für die Frage, wie es sich mit der Inflation verhält. Und 14:30 kam diese Zahl zum Lohnwachstum aus dem vierten Quartal. Und siehe da, sie war ein Ticken geringer mit 1,0% zum Vorquartal. Erwartet war 1,1%. Und da hat man sich gefreut, weil man sich sagte, ja super, die Löhne steigen noch nicht so stark, das ist gut, dann kann die Fed bald wieder umsteuern, dann wird dieser Pivot kommen. Man hat dabei ein bisschen ignoriert, dass eben der Anstieg zum Vorjahresquartal, also zum Vorjahr, knapp über 5% liegt. Und das ist ja schon ein Schluck aus der Flasche. Aber wie gesagt, das ist das, worauf heute die Wall Street gedreht hat, nachdem es schwach angefangen hat, weil eben dieser Lohndruck ein Ticken geringer ist. Und das hat gereicht, um die Märkte ein bisschen zu drehen, die kurzfristig auch überverkauft waren. Im kurzen Zeitfenster dementsprechend wird dann so etwas genommen, um zu drehen. Vielleicht auch, weil man sich sagt, naja, morgen am 1. Februar kommen dann wahrscheinlich über ETFs wieder neue Geldflüsse. Da machen wir so ein bisschen Frontrunning, also kaufen schon mal vorab. Das kann durchaus auch ein Faktor gewesen sein vor der morgigen FED-Sitzung und den Meta-Zahlen und übermorgen ja dann Apple, Google und Amazon, also über 4,5 Billionen an Marktkapitalisierung, die allein am Donnerstag berichten werden. Das wird dann den weiteren Weg der Märkte entscheiden. Hier dieser Wage Growth, hier sehen wir das nochmal und man freut sich, dass hier zumindest auf Quartalsbasis dieser Zuwachs geringer wird. Es ist nach wie vor ein Zuwachs dieser Löhne. Und allerdings muss man sagen, dass dieser Anstieg zum Vorquartal von plus 1,0%, der nur in 5 Quartalen in den letzten gut 20 Jahren nochmal ähnlich verlaufen ist. Das war 2001, 2003, 2006 und 2007, wie Liz Saunders hier zeigt. Also man sieht schon, das ist nach wie vor ein ziemlich deftiger Lohnanstieg. Da ist nach wie vor eben die Gefahr dieser Lohnpreisspirale. Und bislang zeigt sich der US-Arbeitsmarkt ja vergleichsweise robust, trotz der vielen Entlassungen aus dem Tech-Sektor. Erste Unternehmen aus dem herkömmlichen Sektor sind jetzt schon dabei, eben auch Leute zu entlassen. Aber die Frage, die sich stellt, ist das eine Art verlorener Sieg der Wall Street, der hier zu feiern, dass der Lohnanstieg geringer ist? Denn man muss ja eins bedenken, die Amerikaner haben jetzt schon seit weit über einem Jahr drastische Kaufkraftverluste, weil die Inflation schlichtweg höher ist als eben der Lohnanstieg. Und irgendwer muss ja die Produkte kaufen, der Firmen, die an der Börse gelistet sind. Das hilft alles nichts. Wenn also der Konsument nicht mehr kaufen kann, dann sinken die Umsätze, sinken die Gewinne. Dann wird das auch irgendwie nicht funktionieren. Und hier zeigt diese Grafik links, dass 40% der Amerikaner haben bereits Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Auf der rechten Seite sehen Sie mal von verschiedenen Kreditkartenanbietern die Credit Card Delinquencies von über 30 Tagen. Also wer mehr als 30 Tage sozusagen einen Kredit nicht bedient hat, da sehen wir Capital One, deutlicher Anstieg, Discover, American Express, geht noch so. Aber eins zeigt sich hier, da gehen schon mehr und mehr Leute auf dem Zahnfleisch, offenkundig können ihre Kredit nicht mehr bedienen. Und 64% der Amerikaner, wie eine neue Umfrage zeigt, leben von Paycheck zu Paycheck, also von Lohn zu Lohn, Monate für Monat. Das sind immerhin 166 Millionen Leute, davon 8 Millionen, die sogar mehr als $100.000 im Jahr verdienen. Also die wollen ihren Lebensstandard aufrechterhalten, auch wenn man über $100.000 verdient. Und da ist man also schon ein bisschen gezwungen, vielleicht früher oder später eben seine Ausgaben auch in diesen höheren Lohngruppen wahrscheinlich zu senken. Diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt. 35% der Haushalte müssen letztendlich ihre Kreditkarte, ihren Kreditrahmen weiter ausschöpfen über Kreditkarte, weil sie eben mit den gestiegenen Kosten nicht mehr klarkommen. Über 10% müssen sich von Freunden oder Verwandten Geld leihen. Also der Amerikaner
amerikanische Konsument, der gerät mehr und mehr in der Masse so langsam unter Wasser. Und da ist die Frage, wie kann das eben weitergehen? Wie können dann diese Produkte weiter gekauft werden? Heute hatten wir das Verbrauchervertrauen des Conference Board und das hat gezeigt, dass vor allem junge Leute Probleme haben, dass deren Stimmung deutlich abgesackt ist, wie eben auch der Geringverdiener, also diejenigen, die keine großen Löhne mit nach Hause bringen. Die bekommen zunehmend schlechte Laune. Aber kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir Jim Chanos, ein legendärer Shortseller, einer der klügsten Köpfe aus meiner Sicht an der Wall Street. Der hat gesagt, people are pricing in a Goldilocks Szenario. Also die Leute preisen ein optimales Szenario ein, die beste aller Welten ein. Er habe nie einen Markt so agieren sehen, denn faktisch ist es ja so, die Märkte sagen sich, die Fed wird die Zinsen senken. Gleichzeitig wird es irgendwie zu einem Soft Landing kommen. Und das ist eigentlich ein Widerspruch an sich. Warum soll die Fed die Zinsen senken, wenn wir ein Soft Landing der Wirtschaft haben? Man will also den Kuchen essen, ihn aber gleichzeitig behalten. Und was er damit meint, mit diesem Goldilocks-Szenario, mit dieser Irrational Exuberance, wie einst Greenspan gesagt hat, das sehen wir etwa im Optionsbereich. Die Daily Call Options Volume, also das Volumen von täglich gehandelten Call-Optionen war am Freitag, als die Märkte ja deutlich nochmal gestiegen waren, das vierthöchste in der Geschichte, also Schmidts Katze und Nachbars Lumpi, die sind ganz stark wieder am Spekulieren, gestern ja dann diese Rücksetzer, heute geht dieses ganze Spiel nochmal ein bisschen weiter, da ist unglaublich viel auch über ganz, ganz kurz laufende Optionen, die in wenigen Stunden verfallen. Wird da gezockt und nach oben geprügelt und Lance Roberts sagt unter Verweis auf den globalen Risk Demand Index, also praktisch der Risikoappetit an den Märkten, der jetzt praktisch auf ein neues Hoch der letzten Jahrzehnte gestiegen ist oder der letzten Jahre zumindest, nicht Jahrzehnte, also zumindest Jahre. Um hier exakt zu sein, das ist ein bisschen zu schnell gegangen. Er ist als Vermögensverwalter tätig, nämlich dieser Lance Roberts, und hat jetzt so ein bisschen ein paar Chips vom Tisch genommen, weil er sagt, dieser Anstieg des Marktes, der ging eigentlich viel zu schnell. Und das kontrastiert ja, nämlich dieser Anstieg der Märkte mit dem Zustand der Wirtschaft und damit auch mit den Verdienstmöglichkeiten der Unternehmen. Wir haben heute Chicago Einkaufsmanager Index gesehen. Mit der längsten Verluststrecke, wenn man so will, seit der Finanzkrise, also Werte unter 50 signalisieren Schrumpfung, heute die Zahl 44,3, erwartet 45,0. Also es ist schon so, dass da die Wirtschaft so langsam, naja, deutlich, deutlich abkühlt. Jetzt eine solche lange Strecke hatten wir nicht gehabt. Wir haben heute gesehen, dass die Hauspreise den fünften Monat in Folge jetzt slowed. Also dass es da auch nach unten geht mit den Hauspreisen. Und all das wirkt natürlich letztendlich auch auf die Unternehmen, die dann an der Börse gelistet sind und die man kauft oder halt eben besser nicht kauft. Hier sagt auch wieder Lance Roberts. Wir sehen natürlich, dass die Firmen immer wieder die Erwartungen übertreffen. Oh Wunder, wenn wir uns mal anschauen, wie stark dann eben jeweils diese Erwartungen im Vorfeld gesenkt wurden, ist das vielleicht gar nicht so überraschend, dass die allermeisten Unternehmen dann eben die Erwartungen immer übertreffen. Sie kennen dieses Spiel, kurz vor der Berichtssaison wird dann schön nach unten gesenkt, die Erwartung. Aber Morgan Stanley sagt, das, was wir bisher gesehen haben aus dem vierten Quartal an Unternehmensergebnissen, das ist sogar schlimmer, als wir befürchtet haben, besonders für die Margins, also für die Margen, für den Gewinn, weil eben die Kosten schneller steigen als die Umsätze. Das gilt für 80% der Industry Groups, die im S&P 500 sind. Da gibt es ja 11 Sektoren von Real Estate über Technologie, Consumer Staples, Consumer Discretionary, Sie kennen diese ganzen Geschichten. Das heißt, wir sehen eine Verschlechterung der Margen. Und wenn wir eine Verschlechterung der Margen sehen, dann stellt sich eben auch die Frage der Bewertung. Ist dieses Unternehmen jetzt günstig oder nicht günstig? Und da wir im S&P 500 ein KGV, ein Kursgewinnverhältnis von über 17 haben, ist das eben nicht günstig. Und Jim Chanos, den ich vorhin schon angeführt hatte, der gesagt hat,
Also normalerweise hast du in einer Situation, wo die Earnings sich deutlich verschlechtern, so ein KGV zwischen 9 und 14, aber auf keinen Fall 17. Deswegen spricht er davon, dass die Märkte letztendlich gefährdet sind, hier eben eine gewisse Realität einzupreisen, so wie heute Caterpillar. Die Zahlen waren okay, was den Revenue betrifft, also den Umsatz betrifft, sogar besser. Aber Earnings per Share, also Marge, der Gewinn pro Aktie, deutlich schlechter als erwartet. Die Aktie dann 4% im Minus, und Caterpillar gilt ja so ein bisschen als Proxy für die Weltwirtschaft, ist praktisch ein Indikator, weil dieses Unternehmen eben in allen Erdteilen unterwegs ist und Geschäfte macht. Hier nochmal diese Hoffnung der Märkte jetzt über eine Zinssenkung. 44% der von CNBC Befragten erwarten, dass es eine Zinssenkung in 2023 gibt. Aber wie gesagt, man kann kein Soft Landing der Wirtschaft haben auf der einen Seite, ohne dass dann die Zinsen eben oben bleiben. Man kann schlichtweg den Kuchen nicht essen und ihn gleichzeitig behalten. Ich habe das mehrfach versucht und es ist mir nicht gelungen, meine Damen und Herren. Und so sagt Andreas Steno Larsen, das Risk Premium, also praktisch die Risikoprämie, die man für Aktien bezahlt, nämlich gemessen an der Earnings Yield der verschiedenen Unternehmen, Aktien, und der sogenannten risikofreien Rendite, nämlich die, die man erzielt, wenn man in sehr kurz laufende US-Staatsanleihen investiert. Die gelten ja als praktisch ausfallsicher, ob zu Recht oder nicht, werden wir vielleicht jetzt bei der Diskussion um diesen Debt Ceiling sehen, um die Schuldenobergrenze. Jedenfalls ist das natürlich eine gewisse Fallhöhe, die wir haben, wenn wir mit einbeziehen, dass die Wirtschaft sich offenkundig deutlich abkühlt, dass der Konsument so langsam immer mehr in Bedrängnis kommt, dadurch die potenziellen Käufer der Produkte natürlich wahrscheinlich das Geld eher zusammenhalten. Und morgen haben wir ja die Fed, und es ist so, dass bei den letzten drei Sitzungen die Märkte deutlich gefallen sind, zwischen 6,5 und 7%. Oft haben wir dann so ein nach oben Laufen nochmal vor der Fed gesehen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Märkte schon so ein Stück weit eingepreist haben, dass die Fed, dass vor allem Paul dann bei der Pressekonferenz ziemlich hawkisch sein wird. Also ob das dann wirklich so passiert, dass wir wieder nach unten gehen, keine Ahnung, aber es ist zumindest jetzt nicht sicher. Denn wie gesagt, es ist schon sehr stark eingepreist, dass Paul nicht sehr glücklich sein wird über die Kursentwicklung an den Aktienmärkten. Wir werden sehen, und wenn wir jetzt zur EZB kommen, also der unehelichen Schwester, könnte man sagen, von der FED, dann sehen wir, dass die Bilanzsumme der EZB jetzt deutlich wieder geschrumpft ist in der letzten Woche um sage und schreibe 65 Milliarden Euronen. Also das geht ziemlich zackig, dass die Bilanzsumme schrumpft. Das bedeutet, dass die Liquidität abnimmt. Woran liegt das? Erstens, Geschäftsbanken, die vergeben weniger Kredite, schaffen also weniger neues Geld, und auf der anderen Seite sind eben oder tritt die EZB nicht mehr als Käufer von Staatsanleihen auf derzeit, weil man ja eben gesagt hat, wir verabschieden uns von dem Quantitative Easing. Und heute hätten ja eigentlich die deutschen Inflationsdaten kommen sollen nach veränderter Berechnungsmethodik. Wir haben in Spanien schon gesehen, dass es da eine Überraschung nach oben gab. Auch die Amerikaner haben das verändert, diesen Warenkorb, die Deutschen auch. Und hier wird von Zero Hedge spekuliert, warum die das verschoben haben angesichts der EZB-Sitzung am Donnerstag, ob man da wirklich technische Probleme hat. Da gab es Nachfragen heute beim Statistischen Bundesamt, da hat man gesagt, nein, nein, also wir haben das jetzt nicht veröffentlicht, weil die Zahl höher ausfällt, sondern weil eben technische Probleme da in der Fall sind. Und Probleme hat eben auch der Konsument, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Wir sehen, die deutschen Einzelhandelsumsätze sind deutlich schwächer gewesen, minus 5,5%. Die französischen sind runtergegangen, die spanischen sind runtergegangen. Also das trifft letztendlich nicht nur die amerikanischen Konsumenten, sondern eben auch die europäischen Konsumenten. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich vor einem weiteren Wirtschaftsabschwung stehen werden. Wir haben ja schon gesehen, dass das deutsche BIP gefallen ist, überraschenderweise im vierten Quartal, eben aufgrund der Konsumzurückhaltung. Und wenn die Konsumenten nicht konsumieren oder nicht mehr so konsumieren wie zuvor, dann tut sich eine Wirtschaft schwer. Das gilt für die amerikanische, das gilt für die europäischen Wirtschaften. Und hier sehen wir nochmal auch den Grund, warum Thorsten Pollard aus meiner Sicht zu Recht warnt, dass das dicke Ende wohl noch kommt. Immer wieder
Rede hört man in den Medien, ja, Rezession abgewendet, auch die Inflation hat wahrscheinlich ihren Hochpunkt überschritten, aber dem ist nicht so. Hier sehen wir das reale Geldmengenwachstum, also inflationsbereinigt, und vergleichen das mit der realen Geldmenge, also auch inflationsbereinigt, und das geht deutlich nach unten, und normalerweise folgt das reale BIP, also das inflationsbereinigte BIP, dann der realen Geldmenge, und da dürfte dann eben eine weitere Abschwächung der Wirtschaft noch kommen, und das ist weder an der Wall Street noch im DAX eingepreist, dass es da vielleicht ein bisschen ungemütlich wird. Und ungemütlich auch die Frage, die heute oder die kürzlich die CDU gestellt hat mit einer Anfrage an die Bundesregierung. Ja, wie schaut es denn aus? Wie sind denn eigentlich die Verluste Deutschlands bei den milliardenschweren Gasgeschäften? Wir haben ja Terminals gebaut, importieren massiv extrem teures Flüssiggas. Da verweigert man bisher die Antwort. Da bin ich auch mal gespannt, was da wirklich an Verlusten anfallen wird. Und Energiepreise sind ja einer, ist ja der zentrale Grund wahrscheinlich, warum die Konsumenten sich dann eben auch zurückhalten in Sachen Konsum. Drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Heute drei. Also schwere Hausaufgaben für Sie zu erledigen. Der erste, Don't Fight the Fed, ist das immer noch gültig? Da fragt mein Kollege Wolfgang Müller, ob dieses Mantra noch gilt. Das war ja eigentlich immer das Mantra der Bullen, die gesagt haben, ja, seht ihr, die Fed und andere, die drucken Geld. Du kannst dich nicht gegen den Bullenmarkt stellen. Jetzt hatte die Fed, haben andere die Zinsen deutlich angehoben. Und Wolfgang Müller sagt, das könnte schwierig werden für die Fed, das durchzuhalten. Ich bin da anderer Ansicht, aber weiß nicht, wer natürlich sich durchsetzen wird mit dieser Ansicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Lektüre dieser herausragende Artikel. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Der größte Zeitbombe in der Finanzgeschichte, ein schwarzer Schwan-Fondsmanager, der deutlich pessimistischer als ich ist als ich. Ja, das geht, meine Damen und Herren. Der sagt, wir sind in einer desaströsen Situation, nämlich aufgrund dieser Verschuldung und aufgrund der gestiegenen Zinsen. Hochinteressante Aussagen dieses Mannes. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Die Finanzmärkte, die westlichen Finanzmärkte sind ja geradezu euphorisch, was China betrifft. Wow, Öffnung und so weiter und so fort. Und mein Kollege Dori Anderson zeigt in diesem Artikel, dass diese Finanzmärkte sehr wahrscheinlich unterschätzen, welche Bremswirkung vom chinesischen Immobilienmarkt ausgeht. Denn dort haben wir null Erholung, wie jetzt ganz frische Daten gezeigt haben. Im Gegenteil, es geht weiter nach unten. Und warum das eben dann für die chinesischen Konsumenten ganz schlecht ist, sehen Sie in diesem Artikel. Also drei Empfehlungen vor der morgigen Fed und am Donnerstag. Den Zahlen von den großen Konzernen und der EZB. Da wird einiges los sein. Jetzt sage ich erst einmal Servus und ciao.